Alles ist wieder bereit. Juventus Turin führt nur mit einem Tor. Arthur. Griezmann. Griezmann. Das und ein Schuss. Er trifft. Der perfekte Start in diesem zweiten Durchgang. Ein Komplettpaket. Leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. Griezmann in Ballbesitz. Und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. Wir sind auf Remikus. Fast alle Experten haben vorher gesagt, das sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Wir blicken auf die Anzeigentafel und wir stellen fest, die Experten haben recht gehabt. Arthur. Messi. Trippier. Arthur. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Marco von Basten. Der FC Barcelona kann gerade so mit Hängen und Würgen das Schlimmste verhindern. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die einzige Option. Arthur. Hier ist Messi. Das sieht gut aus. Ramsey. Am Ball Dybala. Dybala mit dem Ball. Was? Da ist die Chance. Ganz wichtig, dass er da noch anguckt. Kurze Ecke. Da ist hier die Chance für die Dybala. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16. Bentancur gewinnt den Ball für sein Team zurück. Ramsey. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach, trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Das ist die Führung. Arthur. Pjanic holt ihn sich wieder. Arthur. Fault und somit Freistoß. Mit Gelb-Rot runter. Ja, er muss jetzt ein bisschen aufpassen, er muss sich ein bisschen zügeln, ansonsten gibt das hier möglicherweise noch eine zusätzliche Strafe. Der FC Barcelona. Jetzt nur noch zu... Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Bitte, er ist auf und davon. Messi. Herrliches Ding. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Was für ein Lupfer. Da reißt er noch die Arme in die Höhe, aber der Torwart hatte keine Chance bei diesem Lupfer. Damit ist alles wieder offen. Du kriegst das Tor und dann ist natürlich die Frage, wie steckst du sowas weg? Die Antwort, so.
genau so. Auf den langen Pfosten, er zieht durch. Da steht er nicht optimal zum Ball. Die Flanke war gut, die potenziellen Abnehmer standen bereit, aber sie haben ihn nicht reingemacht. Lorenzo Insigne, Griezmann, Luko für den FC Barcelona. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Das war schon fast zu einfach. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Und damit steht fest, Doppelpacker. Genau darauf haben wir gewartet. Freistoß Juventus. Janic ab auf die Flanke. Und gleich wieder zurück. Und er ist zuständig. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen von Basten. Das kann richtig teuer werden. Ganz wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, auch wenn sie den Ausgleich nicht geschafft haben. Sie zeigen, dass sie dran arbeiten. Der Ball kommt. Es waren doch genug Leute im Strafraum, die daraus was hätten machen können. Sie werden dieser Chance, da bin ich mir ganz sicher, nachtrauern. Stefan Savic. Messi. Das ist Griezmann. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Es geht über die rechte Seite. Messi. Oh, das kann ins Auge gehen. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Harry Kane. Kane. Macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Den hat er ganz genau geschnuppert. Trippier. Messi. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Jimenez. Reingeflankt. Gut gelöst, die Situation. Schon läuft der Gegenangriff. Ausgeglichenes Spiel, aber ein paar Sekunden haben wir. Und jetzt pfeift er ab. Wir haben buchstäblich eine dramatische Schlussphase gesehen. Gute Großchance noch in letzter Sekunde. Das wäre ein Comeback gewesen, aber so endet die Partie letztendlich unentschieden. Wir haben reichlich Tore gesehen, aber am Ende konnte kein Team den entscheidenden Treffer für sich verbuchen. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Ein Unentschieden, mit dem man leben kann, allerdings mit etwas mehr Engagement wäre definitiv mehr drin gewesen.
Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass